Einen wunderschönen guten, tja, was wisst ihr nicht, wenn ihr die Videos guckt. Also, ich habe ein wunderschönes Wort heute für euch mitgebracht. Partielle Doppelverbeitragung. Habt ihr das schon mal gehört? Deutsche Sprache, schöne Sprache. Es handelt sich um ungefähr 7 Millionen Verträge, also 7 Millionen Betroffene. Stichwort sind hier die Bundestagssitzung des 11.10.2018. Es ging um die Krankenversicherungsbeiträge, ein Antrag von der Linken eingebracht. Es ist so, dass Leute, die eine Betriebsrente, also einen Vertrag zu einer Betriebsrente geschlossen haben, wurden zweimal zur Kasse gebeten. Und die einzige Partei, die damals diesem rot-grünen Gesetzentwurf nicht zugestimmt hatte, welcher wohl aus der Gedankenschmiede des Horst Seehofer stammen sollte, wäre die FDP gewesen. Und zwar mit der Begründung, dass hier sogar, jetzt haltet euch fest, in laufende Verträge eingegriffen wurde. Das heißt, 7 Millionen Menschen, die hart arbeiten, haben einen Vertrag beschlossen und wurden dann doppelt beitragt, so dass die Menschen über 14 Jahre mittlerweile 18% Lohnabzug durch die Doppelbelastung hatten, also ein Fünftel nochmal zusätzlich gefehlt hat. Überlegt, ihr geht sowieso schon ein halbes Jahr für den Zins arbeiten, ja, also nicht für irgendwelche Steuern, die dann noch irgendwas finanzieren, sondern nur für die Tilgung von Zinsen und das nennt sich dann AAA. Früher sind die Leute mal auf die Straße gegangen wegen dem zehnten Teil, okay, aber ach, so schöne neue Welt, in der wir doch leben. Auf jeden Fall ging es damals, auch Karl Lauterbach, der spricht ja heute wieder mittlerweile, wenn er die Situation von damals zu heute vergleicht, wieder von dem sogenannten Facharbeitermangel. Ja, unter anderem durch solche Doppelbelastungen sind gut ausgebildete Facharbeiter und Leute, die es konnten, abgehauen. Immer die, die es können. Ja, so und von Facharbeitermangel spricht man ja auch schon, wenn es nur 2 bis 3 Bewerber pro Stelle gibt. Ne? Also, okay, also. Das möchte man mal ein bisschen relativiert wissen. Es ging also damals darum, dass die Krankenkasse Defizite hatten und es gab 5 Millionen Arbeitslose. Gut, die gibt es ja heute nicht mehr. Ne? Die sind jetzt alle im Schreibmaschinenlehrgang. So, und ja, und um diese Situation einfach zu lösen, hat man halt beschlossen, wir machen das halt so. Ne? So, und auch das Bundesverfassungsgericht hat am 6.12.2010 festgestellt, dass es kein explizites Verbot der Doppelbelastung gab. Also, das heißt für die Bundesregierung, es ist legal, wir können es machen. So, moralisch ja gut, die Linke spricht da von einem Skandal. Ich spreche hier von einer systemischen Bedrohung. Ja, wie gesagt, überlegt euch mal, wie viel Kohle im Derivathandel drin ist. Oder also wir sprechen hier von Peanuts, ja. Also da geht es darum, 6 Milliarden Euro Beitragsrahmen. Da geht es darum, dass wir jetzt mittlerweile in den Gesundheitsfonds und Krankenkassen 30 Milliarden Überschuss haben. Ich möchte nicht wissen, was uns unsere Kulturbereiche schon gekostet haben, plus die ganze Überbelastung der Justiz, davon mal jetzt abgesehen. Überlegt euch mal, also guckt euch mal so eine Banken wie HSBC an, ja. Also das ist eine ehemals von Schotten gegründete Bank da unten in Hongkong. Und die betreibt seit Jahren Geldwäsche im großen Stil. Also da sind Millionen angescheffelt worden von Opiumhandel und Kokain und Menschenhandel. Und das Schlimmste, was man sich so vorstellen kann, halt das ganz große organisierte Verbrechen trifft sich bei dieser Bank. Und wenn denn diese Bank ein Staat wäre, dann wäre diese schon mittlerweile, jetzt haltet euch fest, die fünftgrößte Wirtschaftsmacht der Welt oder Volkswirtschaft. Und da haben wir über solche Dinge wie Goldman Sachs oder ne, die Riesenkrake oder BlackRock ja noch gar nicht geredet. Da habe ich ja schon mal vor 4 Jahren was dazu erzählt. Aber die sind ja, wie gesagt, in der Zeit immer noch mächtiger und noch reicher geworden. So, und jetzt überlegt euch doch mal, wo sind denn die ganzen Millionen? Wo kommen die denn her? Wer hat denn die mal geschaffen? Ja, der Afrikaner bis jetzt noch nicht. So, der Asiate ist seit ein paar Jahren dabei. Aber wer hat denn diesen ganzen Reichtum, dieser überbordenden Reichtum geschaffen? Die Sklaven, ja, und alle Arbeiter.
Da kommt es doch her. So, und da sage ich wieder einmal, wir könnten unsere Türklinken schon längst mit Gold beschlagen. Es ist aber nicht gewollt. Es wird uns einfach nicht zugetraut, mit dem Geld umzugehen. Lasst doch die Leute einfach ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Und dann muss jeder den selben Beitrag bezahlen, ja. Und dann kriegt auch jeder dieselbe Leistung. Und alle sind gleich und nicht immer einige gleicher. Diese Zweiklassenmedizin ist das allerletzte. Noch eine kleine Anmerkung von mir. Also ich fand das einfach wieder witzig, dass ja zum Beispiel die SPD, die ja daran damals wieder beteiligt war, das auch heute wieder als enorm ungerecht empfindet. Aber dennoch alle Vorschläge bisher von der Linken, dies zu ändern, komplett versagt und ignoriert wurden. Aber wie gesagt, da waren wir uns heute wieder alle einig, dass es das heute wieder blöd ist. Ne? So, und ganz am Rande sei noch erwähnt, dass sich der Bundestag heute auf keine Beschlussempfehlung einigen konnte. Wir haben aber festgestellt, dass wir Beratungsbedarf haben, ne, liebe Bundesregierung. Also da kann ich euch echt zu dieser Erkenntnis beglückwünschen. Da habt ihr eine Menge von, ganz, ganz viel Beratungsbedarf habt ihr. Jawohl. Gut, das war einmal kurz laut nachgedacht von Mike Mücke. Ich wünsche euch einen wunderschönen, was auch immer. Und ja, immer dran denken, was ist gut gegen global, go lokal.